Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir sind hier auf einer Mission, auf einer Aufgabe, müssen verfluchte böse Bücher finden. Und ja, wir haben im letzten Part eine tolle Info von Bones bekommen. Wir werden jetzt dann in eine Seeschlacht geraten, sobald wir hier den Anker lichten. Und ja, zuvor sollten wir uns noch ein bisschen mit unserer Crew unterhalten. Fangen wir mal mit unserer Schwester an. Hallo, Patty. Wie sind wir bloß wieder in so eine beschissene Lage geraten? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ich weiß, tut mir leid. Irgendwie ziehst du aber auch den Ärger an. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist so bei Geschwistern. Das ist ihre Natur. Für das sind auch große Geschwister da, um ihnen dann zu helfen. Und wenn man Glück hat, kriegt man das auch mal zurückvergütet. So, Polly, Holzkopf. Ne? Danke. Na, du Schreihals. Und wie war dein Tag so? Polly lieb. Na dann. Pollys Papa in Höhle. Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf. Wenn du das sagst. Holzkopf. Hey. Ja. Na, Bones, wie geht's dir? So, jetzt gehören also auch Gnome zu unserer Crew, ja? Natürlich. Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnome-Ragout à la Bones. Jetzt sei nicht so. Echt. Voll fies. Wie geht's dir, Kane? Ich will dir keine Vorschriften machen, aber mir missfällt deine Art, die Dinge anzugehen. Danke. Tatsächlich? Man hat den Eindruck, dass unter deinen Leuten irgendwie jeder machen kann, was er will. Im Kampf dürfen wir uns solche Schwächen nicht erlauben. Die Schatten machen keine Gefangenen. Nur mit Disziplin und Kampfgeist werden wir sie besiegen können. Merkt ihr das? Und jetzt weiter aufs Ziel zu. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ei. So, Edward, wie sieht's aus? Ihnen? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Ach so? Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Aha, ja. Das, kann schon mal passieren. Wie geht es dir, Horas? Du übst das schon seit Stunden fleißigst. Die anderen rennen nur in der Gegend herum oder stehen. Du bist vorbildlichst. Wie geht's dir? Ich kann mir dein Leid kaum vorstellen. Man gewöhnt sich dran, wenn es nur nicht schlimmer wird. Beachtlich, diese Stärke und Zuversicht. Wie machst du das? Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich schätze, genau deswegen bin ich so gern in deiner Crew. Übrigens, mir war so, als hätte ich Sebastianos Schiff am Horizont gesehen. Ich fürchte, er jagt uns. Irgendwann wird er uns finden. Noch ist es nicht so weit. Wenn er es schafft, uns zu finden, werden wir bereit sein. Das ist die richtige Einstellung. Na, großartig. Zwei Seeschlachten. Super. Wie geht's dir, Saufkopf? Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Vielen Dank. Wie geht es dir, Jafar? Looky, looky, Captain. Gold! Hatte Crew in der Tasche. Mein Gott. Du hast meine Crew bestohlen? Nix stehlen. Ist so ein garstiges Wort. Mhm. Hast du das gemeint, als du sagtest, du würdest eine Bereicherung sein? Homie, nix böse. Ich kann besorgen noch mehr Gold von anderen. Nix mehr Crew. Hoffentlich. Captain wird stolz auf Jafar sein. Jip, jip. Ich mag den Gnome. Er ist so nett. Ja. Nicht wahr? Kann ich der Crew wieder ihren eigenen Sold zurückgeben? Schön. Jo, ist hier drinnen noch jemand? Wir haben so schönes grünes Feuer hier. Hallo, ist da jemand? Niemand. Nein, nein. Truhe ist leer. Mein Bettchen. Ja, okay. Nein, nein. Nein, nein. Nix. Gut. Auch nicht schlecht. Passt. Schön. Gut. Ich würde sagen, ich speichere das jetzt mal. Ja, und dann probieren wir unser Glück, nicht wahr? So. Macht euch mal bereit, es wird gleich rumsen. Die Patty steht schon auf der Kiste. Flotter Freude und mir gehen wir es an.
in See stechen. Und zwar möchte ich nach Taranis. Oh ja, bitte. Und wir werden jetzt da... Wir werden jetzt ordentlich aufs Maul kriegen, fürchte ich. Da, 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 da. Ich befürchte, der Goldfisch letztens war einfach. Bones! Aha. Oh. Yay. Da kommen sie. En garde. Oh, das ist schön gemacht. Hoppala. Ah, danke. Patty ist auch schon dabei? Wahrscheinlich. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe. Ja, dann tun wir sie mal über Bord schmeißen, nix. Komm her, du Watschka. Werde ich mich auch mal ein bisschen stärken. Bam. So, aufs Maul. Au. Ich muss die Bombe gar nicht wegtun. Ich wollte nur den Piraten da eigentlich ermorden. Huch, ging. War, war, war. Ja. Heureka! Aufs andere Schiff. Also ich hätte es jetzt aufs andere Schiff geschmissen, ehrlich. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Huch! Ich glaube, ich muss mal was trinken. So. Zack, zack. Und zack. Und bam. Und. Bams und Busch. Zack. Und der nächste. Haha, ich war schneller. Zack. So. Uff, wasch, ich will immer schießen. So, her mit das, mit den Sachen. Zack, und geh mal schnell, schnell, schnell. Wumm. Heureka. Noch eine. Alter, ist ja schon gut. Also Feiglinge sind sie schon, ne? Bam. Schon schnell, 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 schnell. So, und der nächste. Au. So. Zack, zack. Mach Linie, bevor unser Schiff zerstört wird. Und der letzte noch. Da. Nein, umdrehen. So. Alter. Jawohl. Mach ihn fertig. Bam. Passt. Schnell, 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 schnell. Wo ist das drum? Da. Boah. Los, weg. Boah. Jetzt hätte ich gerade Angst. Noch mehr? Na. No. Okay. Heureka. So. Nix da. Ich mach kurz einen Prozess mit dir. So. Bam. Bam. Und boom. Der erste ist fertig. So, der nächste. Zack. Zack. Und... Wumps. Sehr gut. Und du auch noch. So. Habe ich keine Munition mehr? Doch. Au. 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 Pariert. Au. Jawohl. Aha. Da kommt er. So, jetzt heißt es du oder ich und ich sage ich! Na, ich. Bam. So muss das ausschauen. Bam. Bam. Zack. So ist richtig. Boah, ich bin fast tot. Macht yeah. Nichts. Gewonnen. So, gehört das Schiff jetzt uns? Weil wir haben ja gewonnen eigentlich, ne? Also müssten wir jetzt zwei Schiffe besitzen dürfen. Weil er braucht es ja nicht mehr. Also ich wäre dafür. Okay.
dann halt nicht. Dum, 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 da, dum. Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, können wir vielleicht auch das mit Zacharias machen, ne? Idioten, was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Ah ja. Gut so. Sehr gut. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Ja, wir haben zwei Schiffe. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Wir haben zwei Schiffe. Schau. Oh, na, doch nicht. Das war das Magischiff. Entschuldigung. Ich dachte, hey, cool. Aber sie segeln für uns immerhin. Man sieht das Schiff zwar nicht, aber wir haben schon einen Verbündeten mehr. Das ist ja speicherungswürdig. Gut. Es wäre ja schade um das Schiff, ne? Hallo, Patty. Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Ja, natürlich. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh, Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Was denn? Alles gut. Wie geht's dir? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Magier sind mächtig und haben sich einen beachtlichen Stützpunkt hier errichtet. Ja. Jedoch verfolgen sie die falschen Ziele. Sie haben die Gefahr nicht richtig erkannt. Und auch sie werden untergehen, wie alle anderen. Mei, bist du ein schöner Optimist. Hallo, Kapitän Polly. Feigling! Was? Wer hat das gesagt? Kapitäns Crew! So. Na, wir werden ja sehen, wer am Ende noch da ist, wenn die Schlacht erst richtig losgeht. Pollys Papa, Hilfe! Das hast du schon einmal gesagt. Seltsam. Wer wohl dieser Pollys Papa ist? Erzähl mir mehr über Pollys Papa. Holzkopf! Ach, vergiss es. Vielleicht später. Das wird auch interessant noch. Wie schaut's bei dir aus? Habe ich dir eigentlich schon von den vergangenen Tagen von Kalador erzählt? Nein. Früher war die Eisenbucht erfüllt von Regentreiben der Handelskoggen und Kriegsfregatten unseres Volkes. Die Mauern der Zitadelle boten Schutz für jeden Pilger aus den entferntesten Ländern und Gefilden. Jeder genoss den allumfassenden Schutz der dunklen Krieger und ihrer starken Armee. Diese ruhmreichen Tage sind gezählt. Ich hätte die Eisenbucht gerne in voller Blüte bewundern dürfen. Wer weiß, wie lange es dauert, bis wir wieder solch goldene Zeiten erleben. Ja, wenn ich so weitermache, noch ein ganzes Jahr. So. Die haben wir schon mal. Hallo, Horas. Was wird, wenn das alles hier vorbei ist? Gute Frage. Ich gehe mich besaufen, schätze ich. Ich hab's gewusst. So spricht ein wahrer Held. Ja. Unsinn. Das werden wir alle tun. Vermutlich. Aber keiner glaubt so fest daran wie du, dass es auch so kommen wird. Und genau darum wird dein Plan auch aufgehen. Aha. Ja. Dann, danke. Jafar, wie geht's dir? Armer Ali. Jafar hat seinen Schützling einfach zurückgelassen. Jafar war selbstsüchtig. Hätte Alis Ausbildung niemals aufgeben dürfen. Unsinn. General Magnus ist jetzt sein Meister und kümmert sich um ihn. Ja, Jafar weiß, aber macht sich trotzdem Sorgen um Ali. Sag mir lieber, ob du wieder Gold gefunden hast. Oh ja, und weil Captain so eine gute Seele ist, gibt Jaffa es auch gerne her. Wow, danke schön. Und wie geht's dir? Schau, was Sadek hier für dich hat, Captain. Dies ist der Blick des Alchemisten. Aha. Jede Art von Heilpflanze wirst du damit in deinem näheren Umfeld sehen können. Guter Stoff. Dankeschön. Und mein lieber Freund Edward. Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Aha. Tatsächlich? Irgendwie spüre ich die Gegenwart des Bösen um uns. Es ist, als ob wir fortwährend von einer unsichtbaren Macht angeglotzt werden. Schlaf dich mal richtig aus. Dann gehen auch deine Hirngespinste weg. Vielleicht. Wen nehmen wir denn mit? Jafar hatten wir eigentlich noch nie mit, ne? Patty ist auch schon ewig lang her. Oder hatten wir Patty schon jemals mit? Nehmen wir mal die Schwester mit. Ich meine, wir sind jetzt hier zwar bei den Magiern. Aber er trainiert so schön. Es ist ja lustig zuschauen. Es
Es war auch so cool, immer bei Gothic zuzuschauen, wie sie trainieren. So, Jafar, ich nehme dich mal mit. Warum eigentlich nicht? Komm mit. Komm mit. Okidoki. Nehmen wir mal Jafar mit. So, und zwar, jetzt sind wir da. Hurra. Hier im Lager soll das sein. Dann werde ich gleich mal, ich bin eh schon hier, schön sauber dorthin laufen. Das ist praktisch, das wird schön hier. Jaffa, gefällt es hier. Sieht ein bisschen aus wie Heimat. Aha. Schau, gefällt, also freut mich für dich. So, ich denke mal, dass hier der Lagermeister, der nicht da ist, das Buch haben wird. Oder auch nicht. Es ist so spät schon, wahrscheinlich, ne? Ja, es ist so spät. Ich gehe mich mal kurz hin. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Jaha, bin schon weg. Oh, Äffchen. Das Bettchen. Ich gehe mal kurz pennen. Bis zum nächsten Morgen. Ja, das lief gut. So, jetzt wird er wohl wach sein, der Kasperl. Na, noch nicht. Ja, auf den muss ich noch warten vorher. Und dann könnte ich mir mal doch kurz die Quest anschauen. Das Geisterritual. Zacharias, du da. Reaktor. Rekrutierer-Attrack. Eldrick darf auch mit? Ach, so, ich kann mich nicht übersehen. WTF, warte kurz. Wird mir bei meinem helfen, sobald seine Arbeit auf Kaldor getan ist. Die Bedrohung der Schatten aus dem Osten des Landes muss erst beseitigt werden. Okay. Norden, Süden, Osten. Okay. Aha, okay. Ja, Fisch. Chani. Ja, das ist auch gut. Für großes Tor wahrscheinlich. Rekrutierer Zacharias. Den darf ich auch mitnehmen? Jetzt sehe ich das erst einmal. Oh, wie cool. Okay. Drei mächtige Leute noch dazu. Das ist cool. Oh, das ist cool. Ich hoffe, dass der Schnarchi da jetzt mal aufsteht. Ich schlafe noch kurz bis Mittag. Mann, da wird er wohl wach sein. Immer diese Langschläfer. Ja. So. So, sind Sie jetzt endlich mal... Entschuldigen Sie. Sind Sie jetzt mal da? Ich komm rein, ich sag's dir. Ah, jetzt kommt er. Na, Gott sei Dank. Guten Tag, der Herr. Du bist's, glaube ich. Hallo. Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Junge, es gibt nur eine Sache, die die feinen Herren da oben lieber tun, als sich den Wanst vollzuschlagen. Und das ist Lesen. Brüten Tag und Nacht über ihren Wälzern und sitzen sich den Hintern breit. Wenn du also auf der Suche nach einem Buch bist, dann ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, der beste Hafenmeister von Taranis wird mir sicher helfen können. Du kannst mir bei der Büchersuche doch sicher helfen. Ah, Silberzunge? Der beste Hafenmeister von Taranis wird mir sicher helfen können. Nun ja. Ich habe wirklich einiges auf dem Kasten, Junge. Hab ich dir schon mal erzählt, wie ich ganz alleine eine Ladung getrocknet habe? Ein andermal vielleicht. Was ist jetzt mit der Büchersuche? Ach so. Sag mir einfach, wann ich mit der Suche beginnen soll. Ich schnapp mir dann meine Listen und leg los. Wegen der verdächtigen Bücher. Wegen der verdächtigen Bücher. Bitte mach. Hilf mir bei der Suche nach verdächtigen Büchern. Gut, aber glaube ja nicht, dass ich Wunder vollbringen kann, Junge. Werde wohl mindestens einen ganzen Tag mit der Suche beschäftigt sein. Meine Listen überprüfen sich schließlich nicht von alleine. Das macht nichts. Bist du schon fündig geworden? Bist du schon fündig geworden? Nein, du wirst dich noch etwas gedulden müssen. Komm später wieder. Die sind immer so nett, wenn ich sie da ärgere. So, ich würde sagen, ne, wir schlafen noch einmal bis Mittag. Das sollte dann ein Tag sein. So. Na, na, na. Dann schauen wir mal, ne?
Guten Morgen. Schönen Mittag. Kommen Sie schon? Ich habe noch bis Mittag, oder? Vielleicht muss ich ein bisschen warten. Na 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 na. Oder er ist da unten. Das könnte jetzt auch sein. Hallo. Rumolch? Bücher? Wegen der verdächtigen Bücher. Bist du fündig geworden? Bist du schon fündig geworden? Nein, du wirst dich noch etwas gedulden müssen. Komm später wieder. Fettflecken auf meinen Unterlagen. Aber keine Bücher in den Kisten. Bravo. Ja, das geht auch. Jetzt muss ich mich noch gedulden. Die keusche Piratenbraut. Nein, nach dem Buch suche ich sicher nicht. Eine Kiste Bananen. Na toll. Damit kann man auch nicht navigieren. Nicht wirklich, nein. Geht schon? Wegen der verdächtigen Bücher. Bist du schon fündig geworden? Nein, du wirst dich noch etwas Komm später wieder. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt rauf zu den Magic-Bubis. Da. Probieren wir das halt mit Zacharias. Vielleicht komme ich ja schon rein. Rekrutierer. Magier müssen Reaktor starten, Insel schützen. Der Magier, darum kümmern, Karte. So, bla bla. Dann schauen wir mal, ob da schon was klappen könnte. Da. So. Dann sollte der Hafentyp mal da arbeiten. Wahrscheinlich wird er jetzt selber besessen, wenn er sich nach dem Buch umschaut. Ich vermute, dass es die Magier vielleicht schon haben. Das könnte sein. Guten Tag. Guten Tag. Begrüße. Alles in Ordnung. Geht's Ihnen gut? Magnus können wir mal fragen nach Ali, oder? Vielleicht, wenn's geht. Wie wär's mit einem kleinen Kampf? Nein, das stimmt. Dann vielleicht mal später, wenn wir treffen, alle selbst fragen. Hallo, guten Tag, guten Tag. Riecht nach Büchern und alten Menschen. Wo ist denn... Ah, du bist nicht höflich. Bücher und alte Menschen. Schön, lecker, oder wie? Angenehm. Hallo, Reaktor jetzt starten? Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Jo, bitte. Klar. Dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. Ja. Vielleicht können wir es zu Zacharias rein. So. Ja? Ich habe alles vorbereitet. Ja. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Ja. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Okay. Dann warten wir. Aha. Okay. Okay. Und die Barriere kommt. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Gothic. Aha. Wow. In der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also... Ah. Ja? Ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja. Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Servus. Und wen haben wir hier? Franz Michael. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin neu hier. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich habe die Monolithen aktiviert. Ich kämpfe gegen die Schatten, um meine Seele zu retten. Ja. Ich bin neu hier. Das sehe ich. Aber was willst du auf meiner Brücke? Ja, okay. Ich wollte nur mal... da. Ich kämpfe gegen die Schatten, um meine Seele zu retten. Das müssen wir alle in diesen Tagen.
Ja, aber in der Regel haben die meisten immer noch ihren Geist. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut. Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Was führt dich hierher? Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Ja. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Mir ist wurscht, wie Hauptsache ich krieg meine Seele zurück. Alles, was euch blieb, ist also der Krieg. Und Sinn, ihr habt hier für die Menschen eine neue Kirche gebaut. Da? Unsinn. Ihr habt hier für die Menschen eine neue Kirche gebaut. Der Glaube ist immer ein mächtiges Werkzeug, um die Menschen zu führen. Doch wissen wir heute, dass nur das Wort allein uns nicht retten wird. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Aha. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Magisches Werkzeug, Freizeit? Magisches Werkzeug? Mhm. Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Aha. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Okay. Magische Apparatur, wofür soll die gut sein? Hört sich interessant an. Du weißt nicht, was es macht und willst es trotzdem aktivieren? Wofür soll es gut sein? Magische Apparatur? Wofür soll die gut sein? Ich habe da so eine Ahnung. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schief gehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Ja, danke. Jaffa hat Angst. Höhenangst? Nein, Jaffa hat Angst, das Homi fällt herunter und Jaffa ist wieder alleine. Hm. Homi sind immer so unvorsichtig. Ach, Jaffa, du bist niedlich. Weitergehen. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Ja. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Besser. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Ja, jetzt können wir das... Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Ja. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Okay. Geh du nur mal vor, ich suche mir hier mal deinen Käse. Und such mir hier noch ein paar Dinge zusammen. Nach Möglichkeit. Schaut, dass wir die Kristalle nicht mitnehmen können. Aber das mit dem Käse wäre schon cool. Verschlossen. Die kriege ich auf. So. Ich probiere einfach mal so. Nein, das ist verkehrt. Jetzt vielleicht. Nein, das ist auch verkehrt. Es ist alles falsch. Jetzt vielleicht so. Ja, so passt. Okay. So, Donnerbüchse, Wein, Silberbecher, Silberkaraffe. Nehmen wir alles mit.
Da möchte ich noch kurz schauen. So. Die geht zu schwierig. Ah, die geht sich gerade nicht aus. Schande. Da wäre sicher... Aha, altes Wissen. Große Schale. Da wäre sicher der Cast drin. Kann ich hier irgendwie noch schnell... Das brauche ich. Charakter. Ich kann sicher mir da noch was beibringen. Fingerfertigkeit. Taschendiebstahl, Schlossknacken. Ja. Dann nehmen wir eines dazu. Dann sollte das funktionieren. Hoffe ich. Ja. So. Kompliziertes Schloss. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ah, immer noch zu wenig. Meine Güte. Hoppala. Gut, gut. Huch, das ich wollte ich nicht. Ja, ich habe mich verdrückt. Ist wurscht. Ich habe noch genug. So, hier. Nochmal. Noch einen dazu, dann von mir aus. So, aber jetzt, da muss reichen. Oder? Kann ich nicht rechnen. Na, jetzt zu passt. Schwierig. Hallo in Klammer. Das Schloss ist zu kompliziert. Ach so, die 15 sind dazu gerechnet schon. Ich dachte, die muss ich selber dazu rechnen. Gut, dann halt noch zwei Punkte. Ich will das aufmachen. Das ist mir jetzt gleich. Eins, zwei. Ich habe noch genug Ruhm. Also, passt das schon. Ja. Darf ich jetzt bitte? Danke. So, boah. Okay, das ist echt heftig. Gut. So, so. Okay, das haut einmal nicht hin. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir es. Tada! Sehr gut. Super. Scavenger-Schnabel. Ui. Goldwert 800 Schaden. 40 bis 100 Fähigkeit. Fähigkeit, ja, passt schon. Hiebwaffe. Beeinflusst Schaden. Hiebwaffe plus 5. Der Schnabel kann schwere Wunden verursachen. Jöi. Dicker Klunker. Silberzunge nochmal plus 5. Auffällig und protzig. Genau das Richtige zum Angeben. Wein, Gold, Jadestein. Immer noch kein Käse. Aber nicht schlimm. Das ist trotzdem... Wow. Wie stark ist unser Waffel? Ausrüstung. Wir haben rechte Hand. Ich habe den da. Was? Wie stark? Aha. 45 bis 90. Da ist der echt nice. Oh ja. Wie schauen wir aus? Ja, der ist schön irgendwie. Irgendwie ist der hübsch. Schau. Ne? So kommt man schon wieder zu neuen Waffen, meine Lieben. So, ich hätte trotzdem gern den Käse. Fusel. Gleich hier hoch. Hüpf. Hüpf. Hoch. Nein. Ah, jetzt macht das. Okay. Hier ist kein Käse. Das ist aber Käse. Truhe, Truhe, Truhe. Weil das soll ja irgendwo sein. Ich weiß, ich könnte jetzt auf der Karte noch schnell nachschauen. Also als Quest, ne? Markieren. Komm schon. Jaha. Gleich. Ich schaue mich nur noch kurz um. Warte kurz. So, Hocker. Nix. Halt. War es nur der Hocker? Ja. Mach hin, jetzt komm. Weiter geht's. Ja. Spruchrolle. Voodoo-Puppe. Haben Sie hier noch irgendwas? Nein. Wo ist er? Da. Komm geh nur. Schon. Ja, geh nur. Kim Guy. So, das ist meine Chance, die ich eventuell nutzen kann. Feuerregen, das ist gut. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht oben. Ich komm gleich. Was haben wir da? Noch mehr Hocker. Das ist so ein richtiger Magierturm, ne? Nochmal hoch. Vielleicht ist der Käse. Der Kas, ist der vielleicht hier? Eine Schatulle. Käse, da haben wir einen Ring. Ja, der Ring. Okay, eine Gabel. Ich hätte gern den guten Käse, bitte. Jetzt geht's nochmal rauf, Alter.
Ist hier noch was? Nein. So, jetzt sind wir ganz oben. Noch mehr Hocker. Was war das? Ah, Zakiris Auri Kulki. Ei. Ein Krug. Sehr gut, da haben wir schon eine Quest wieder. Supi, supi. Da haben wir noch eine Truhe. Oh. Exquisiter Käse. Einen Sonnenkristall und Gold. Was ist das Sonnenkristall? Ein mächtiges Stück Magie. Kristallmagie plus 10. Aber exquisiter Käse. Riecht wie ein Haufen Piratenfüße unter Deck. Wenn's schmeckt. Oh je. Sehr gut. Zwei Quests geschafft. Supi, supi, supi. Da freue ich mich so sehr. Sehr gut. Huch, das war die verkehrte Seite. Darunter. Hoppala. Langsam, langsam. Nach Möglichkeit nicht sprinten. Dann breche ich mich noch was. Also nochmal runter. Mann, Mann, Mann. So, aber jetzt. So, ui, der Part ist zu Ende. Okay, beenden wir den Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.